So. Ist wieder mega kalt geworden draußen die letzten Tage. Sau krass. Gut, ich bin sowieso immer der Mützenträger. Für euch wahrscheinlich sowieso, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber trotzdem merkt man das dann doch. Es ist jetzt Scheiße, halb zehn, ja. Es ist halb zehn und ich bin jetzt gerade auf dem Weg ins Gym. Tasche habe ich schon im Auto. Los geht's. Mir fällt gerade auf, dass es ja, wenn es dunkel ist draußen, ich sage jetzt mit Absicht nicht nachts, da es ja auch schon gerne mal früher dunkel ist, kann ich gar keine Auto-Vlogs machen. Ist ja voll hässlich. Krass. Was mache ich jetzt? Licht im Auto an und dann Vlogs oder was? Abends? Ist doch scheiße. Wir machen sowas. Da. Der junge Mann macht das. Da gucken auch schon die ersten Gassi-Gier. Ja, ich mache einen Vlog. Halb zehn und der junge Herr ist auf dem Weg ins Gym. Das ist immer so, ja, das ist genau meine Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen. Ich weiß nicht warum, ich habe mir das irgendwann mal angeeignet, da ich die Freiheit hatte, muss man betonen, 24 Stunden ins Fitnesscenter zu gehen, weil da die so mit Karte und Tür auf und geil. Ja, ist perfekt für mich, weil ich ganz andere Zeiten habe als die meisten wahrscheinlich und auch gerne ins Fitnessstudio gehe, wenn nicht so viele Leute da sind, aus dem Grund, weil ich sonst extrem gestresst bin, wenn zu viel los ist, wenn die Geräte besetzt sind und so weiter und so weiter. Und ja, ich habe den Kopfhörer drin und so weiter, bin voll in meiner Zone sozusagen. Das stresst mich übelst, wirklich auf übelste, wenn ich dann nicht schnell vorankomme und einfach meinen Plan durchgehen kann. Deswegen gehe ich zu Uhrzeiten, die für manch einen überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Ja, aber ist mir egal. Hier muss ich mich an die Öffnungszeiten richten. Und die sind unter der Woche bis Mitternacht, was schon gar nicht so schlecht ist, aber es ist auch schon früher gerne mal vorgekommen, dass ich erst um Mitternacht oder kurz vor Mitternacht sogar tatsächlich ins Gym bin und dann bis 1 Uhr oder sowas da im Gym noch am Pumpen war. Deswegen halb 10 passt. Gerade noch so, also trainieren bestimmt 1,5 Stunden. Sollte gehen dann, also zeitlich. Die Leute gucken also komisch, weil ich im Auto sitze, Licht anhabe und irgendwie rede. Ja, und sonst ist grün. So, da sitzt der Chef wieder im Keller und ist am Business Moves machen mit der Claire. Wer die Claire nicht kennt, der kann die auschecken. Ich kann deinen Link kann ich in Facebook YouTube reinmachen. Soll ich nicht? Ja, machen wir es. Ja, machen wir. Guck mal hier, FaceTime, sieht man das überhaupt? Ich zeig die Claire nicht, weil sie ist schon im Gute-Nacht-Modus. Ins Bett? Sie ist schon, genau, sie ist schon im Ins-Bett-Modus. Aber wir mussten unbedingt noch was abklären. Das ist mein Business-Bett. Bett ist mein Business, ja. Das klingt so, als wärst du eine... Baby! Bett ist mein Business, sagt sie. Auch im Bett rede ich nach Business. Genau, ja, also bei mir ist... Ich schlepp nur für sowas. Genau. Ist bei mir nicht anders. Ich zeig der Claire gerade ein paar Beats von mir, damit sie nämlich geile Connections macht in die USA und wir richtig coole amerikanische Künstler hier nach Deutschland holen können, auf die ihr Bock habt. Hoffentlich. Aber da ist immer schwierig, weil man nicht weiß, was vielleicht gut ankommt oder ob ihr überhaupt auf amerikanische oder englische Musik Bock habt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, damit wir sowas wissen, oder? Das wäre gar nicht so schlecht zu wissen, ob ihr Bock habt auf amerikanische Künstler in Deutschland, die sich versuchen, hier was aufzubauen. Das ist ja auch mal interessant. Ich arbeite ja gerade an meinen Songs. Die sind alle jetzt diesmal auf Deutsch, nicht wie bei meiner letzten EP. Da waren sie alle auf Englisch, was nicht so gut in Deutschland ankam. Ja, warum singt denn der Vogel auf Englisch, wenn er doch Deutsch sprechen kann, so nach dem Motto. Aber Deutsch ist ja auch eine schöne Sprache, deswegen darf man das nicht unterschätzen. Aber trotzdem, ich habe ja früher schon auch deutsche Songs gemacht. Hast du die gehört? Nee, die noch nicht. Was? Hast du mich nicht alles gezeigt? Das, ja gut. Ich habe sogar Ich arbeite auch viel. Auf meinem, ja, wir arbeiten alle viel, Claire. Wir sind alle ständig, ständig unter Strom, Stress, Business, keine Ahnung. Ey. Ich komme manchmal noch nicht mal mehr aufs Klo, Alter. So krass ist das. ich hab doch auf meinem YouTube-Kanal habe ich doch auch zwei, drei deutsche Songs von mir. Zum Beispiel drüber nachgedacht oder 199 Jahre. Warte, ich bin in der Challenge. Ich muss
the video again. So, Affiche Plus. 11 Monate, 10 Monate, 9 Monate. Welches Jahr war das? One Night Stand. Aber wo bist du denn? Bei Facebook oder was? Ne, YouTube? Ja, YouTube. Auf Just Better Music. Ja, ja. Da ist ein Cover zum Beispiel 199 Jahre. Ein Thumbnail. Das war vor... Ja. 9 Monaten. Ja. Er ist nicht so alt. Hab ich nicht gehört. 199 Jahre müsst ihr euch anhören. Du bist krass gut in allem, was du machst. Aber keine Ahnung, wie du das mit mir anstellst. Immer wenn du ohne Warnung so entzückend lachst, lass ich alles andere nur für dich außer Atem.